Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage schön überstanden, schön gefeiert, ein bisschen mit der Familie verbracht. Ich weiß nicht, einfach ein bisschen mehr um die Tiere gekümmert. Heute möchte ich euch ein paar Gadgets vorstellen, wo mir jetzt am Anfang oder jetzt mittlerweile bei meinen Spinnen oder bei meinen Skorpionen geholfen haben. Ich hoffe, ihr benutzt die auch oder habt die auch schon benutzt oder gesehen. Und wenn nicht, vielleicht sind sie auch für euch hilfreich. Viel Spaß! Also das erste wichtige Gadget finde ich persönlich, vor allem wenn ihr Pflanzen in den Terrarien habt, wenn es um eure Beleuchtung geht. Ihr kennt doch bestimmt diese alten Zeitschaltuhren für die Beleuchtung, wo ihr dann in die Steckdosen steckt und dann dementsprechend an so einem Rädchen die Zeit einstellt. Finde ich, kann man machen, sind echt günstig. Im Baumarkt kriegst du, glaube ich, für 2-3 Euro, wenn überhaupt. Was ich mir jetzt geholt habe oder schon länger habe, es sind so Zeitschaltuhren, die über Alexa steuerbar sind oder halt auch einfach über die App. Das ist eigentlich ganz easy. Ihr macht euch einfach ein Konto, ist kostenlos, könnt ihr alles darüber steuern. Ihr habt auch noch einen haptischen An-Ausschalter hier oben dran. Finde ich ganz cool, dass man dann nicht immer die App benutzen muss. Warum eigentlich eine smarte Steckdose, fragt ihr euch vielleicht. Es ist einfach einfacher, ihr könnt es aus der Ferne steuern, über die Alexa-App mit dem ganzen Sach koppeln und dann jetzt zum Beispiel sagen, Alexa, Büro aus, und dann gehen jetzt zum Beispiel die ganzen Lichter links neben mir und hinter mir aus. Das kann man auf jeden Fall schon machen. Und jetzt zum Beispiel wieder Alexa Duo an und so gehen halt wieder dann die Lichter an. Finde ich eine geile Spielerei, mache ich eigentlich fast nie, außer ich bin mal länger im Zimmer. Dann irgendwas am Terrarium machen oder die Spinnen ein bisschen angucken. Aber ihr könnt da, wie gesagt, einfach einstellen, zum Beispiel Montag, Mittwoch soll es eine andere Dauer sein, wie das Licht leuchtet. Wird man eigentlich nie brauchen, aber ich finde es eine gute Spielerei. Man kann den Stromverbrauch sehen von den Lampen, wenn ihr vielleicht noch normale Leuchtstoffröhren habt. Nicht zum Beispiel wie ich jetzt hier im Hintergrund. Im Prinzip ist es das gleiche, es sind LED-Röhren. Also auf jeden Fall noch in die App reingucken. Genau, also ihr seht dann hier in der App verschiedenen Steckdosen. Die eine, wo ich jetzt hier in der Hand habe, ist jetzt offline, das war die vom Fernseher. Die habe ich jetzt ausgesteckt, weil ich jetzt nicht von den Tieren die Steckdose ausstecken wollte. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Pflanzen. Das ist die vor mir, die Steckdose. Könnt ihr ganz normal drauf gehen. Dann seht ihr hier so einen riesen Powerbutton. Da könnt ihr die natürlich aus- und anmachen. Auf Timer könnt ihr gehen. Könnt dann dementsprechend eine Anzeit einstellen. Und wann die Steckdose sozusagen wieder ausgehen soll. Das könnt ihr dann für jeden Tag theoretisch anders machen. Einen Countdown einstellen. Ob die jetzt zum Beispiel nach 10 Minuten ausgehen soll und dementsprechend den Stromverbrauch. Da ich jetzt hier an der Steckdose, was ich euch zeige, nicht das Licht dauerhaft anhabe, sondern meistens nur, wenn ich ein Terrarium oder sowas einrichte, natürlich nicht die ganze Zeit anhaben und dementsprechend verbraucht es da bei der Steckdose weniger Energie. Wir können jetzt mal hier reingehen bei Spinnen 2 auf Electric. Seht ihr jetzt zum Beispiel bei Dezember, wie viel ich verbraucht habe. Da sieht man dann auch dementsprechend die Spitzen. Diese Unterbrechungen sind dann meistens die, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas an der Steckdosenleiste noch extra einstecke, habt ihr dann den Energieverbrauch von den jeweiligen Monat oder Tagen. Spaß beim nächsten Gadget. Also das nächste Gadget ist eigentlich hier eine relativ simple Taschenlampe. Die habe ich beim Lidl gekauft. Kriegt ihr aber auf Amazon auch. Die nehmen sich eigentlich alle nicht viel. Also die haben einmal hier so ganz normales Licht. Und einmal so ultraviolettes Licht. Das ist auf einer bestimmten Bandbreite, weil das ein gewisses Spektrum ist, wo man dann von den Skorpionen den Chitinpanzer leuchten sieht. Das kann ich euch auf dem Bild kurz einblenden, wie das dann ungefähr aussieht. Die kann man dann nachts auch viel besser sehen, weil die Skorpione nachts immer unterwegs sind oder die meiste Zeit unterwegs sind. Die leuchten dann in so einem... Ihr kennt ja bestimmt diese fluoreszierenden Sterne, wo man dann jetzt so an die Wand oder an die Decke klebt und die mit der Taschenlampe anleuchtet, dann leuchten die. So sieht es dann ungefähr bei den Skorpionen aus. Gut, wenn ihr nachts ins dunkle Zimmer reinkommt, ein bisschen die Spinnen beobachten wollt oder die Skorpione anleuchten wollt, um zu gucken, ob die unterwegs sind, ist nicht teuer. Ich glaube, das waren 8 Euro. Nächste Gadget ist ein Tick größer. Das ist jetzt von der Marke Gloria. Das ist eigentlich im Prinzip für einen Gartenbedarf. Man kann es natürlich auch für die Tiere verwenden.
einfach ganz normal am Anfang vielleicht ein, zwei Mal ausspülen. Dann könnt ihr das eigentlich bedenkenlos benutzen, um eure Terrarien zu feuchten oder eure Wasserschalen aufzufüllen von euren Tieren. Ich habe jetzt hier die größere genommen mit 5 Liter, da gibt es noch was Größeres wie so ein Rucksack. Ganz easy, da könnt ihr das hier drehen, rausziehen, einmal pumpen, dann, dass sich dann sozusagen der Druck aufbaut im Inneren. Dann habt ihr hier einfach so einen Haken dran mit der Messingdüse. Dann geht ihr einfach dementsprechend einfach an Terra ran, drückt auf den Auslöser, alles easy. Ist echt geschickt, man kann es unten auf dem Boden stehen lassen. Kostet jetzt nicht die Welt, sind glaube ich an die 20 Euro. Ist eine Einmalinvestition. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass man nicht die ganze Zeit zum Waschbecken rennen muss und es auffüllen muss. Was ihr auch machen könnt, das gibt es in kleiner, das kennt ihr bestimmt auch. Ist im Prinzip das gleiche, nur halt als 2 Liter Version und ohne Schlauch. Auch pumpen, drücken, ihr könnt es hier noch arretieren, dass das einfach fest drin bleibt. Vorne noch eine Düse, die verstellbar ist. Ist bei dem anderen Modell jetzt hier von Gloria auch. Jetzt mal Last Button und Least. Das darf eigentlich bei keinem fehlen. Das sind diese Edelstahlpinzetten. Ich hoffe, jeder von euch hat die. Die sind auf jeden Fall sehr geschickt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Skorpione habt und das in so einer großen und dann mal das Korkstück hochheben wollt, ist das halt echt mega geschickt. Futterreste entfernen aus euren Terrarien, ohne jetzt Angst zu haben, dass die Spinne gleich rausrennt und irgendwie euch in den Finger beißt, was ich jetzt noch nie gehört habe. Ich möchte euch da keine Angst machen, es ist einfach wirklich ein hilfreicher Helfer. Ich habe für die große jetzt 15 Euro gezahlt. Zahlt da die paar Euro mehr und holt euch eine gescheite Zange. Zu den Zangen nochmal so ein kleines Gadget. Das ist so eine Magnetschiene, wo ihr die aufhängen könnt. Ich zeige euch die mal kurz. Also das ist hier dann dementsprechend diese Schiene, wo ich gemeint habe. Da könnt ihr die dann einfach ganz easy hinhängen. Ist dann schön aufgeräumt. Kann man auf jeden Fall machen. Dann müsst ihr eure Zange nicht immer suchen, weil ich... Genau, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich freut es auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt da geblieben seid. Applaus an euch, dass ihr mich so weit unterstützt. Teilt es doch gerne euren Freunden. Wäre auf jeden Fall mega nice. Schaffen wir es heute noch 150 Abonnenten, wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.